Spielen wir jetzt Klo-Manager? Ja. Na endlich. Ein tolles Spiel. Ich habe mich eben eingetragen als einzigen Mitspieler. Es können bis zu 4 Leute spielen an einem Rechner. Und jetzt kann ich erstmal wählen, was mein Spielziel sein soll. Erwirtschaften von 1 Million Euro. Ich kann es aber hochsetzen bis auf 10. Besitz aller Toiletten der Stadt, Verleihung aller Auszeichnungen. Ich sag mal, Besitz aller Toiletten der Stadt. Schaffen wir in der Kürze der Zeit sowieso nicht mehr. Musst du Bäume kaufen? Aber egal. So, Spiel starten, Konsumverhalten, Zufall, spendabel. Und die Leute sind leichtgläubig. Naja, ich sag mal Zufall. Aber spendabel sollten sie schon sein. Ich will ja ein bisschen Asche sehen. So, Spiel starten, wird geladen. Und jetzt habe ich 500.000 Euro. Klasse Stuhl auch. Ist ein Klo. Überhaupt sind da so ein paar kleine lustige Anspielungen drin, so auf Klos und so, beschissen und so, manchmal. Das erste, was ich machen muss, ist auf die Karte gehen und mir eines von diesen ganzen Klohäuschen hier kaufen. Jeweils Problem an der Sache ist, ich habe 500.000 Euro und dieses Ding hier kostet 490.000. Wenn ich mir das Ding kaufe, habe ich kein Geld mehr für Schüsseln. Dafür ist es aber im Rotlichtviertel und du hast noch 10.000 Euro übrig. Na? Knuff, knuff. Ja, dann kaufe ich mir dann so ein Klo aus und verdresche irgendwie 10.000 Euro da im Rotlichtviertel. Ist auch nicht die richtige Lösung. Deswegen denke ich mir, Vorstadt ist eine gute Wahl. Vorstadt 470.000 ist ein Spottpreis für ein Klo. Für ein Klo? 470.000. Und jetzt geht's an die Einrichtung. Erstmal muss ich Schüsseln kaufen. Das billigste ist Keramik, also werden jetzt erstmal 4 Keramikschüsseln gekauft. Ich glaube, das teuerste Brille, Klo, das gab's in Rating. Lachen. Brille, Spülmann. Brille, Volker Dyer Park, so irgendwo, teuerste Klo, falls so, das Rating kommt. Spülungen auch gekauft. Ihr seht, bei Keramik, bei den Schüsseln habe ich schon alle zur Auswahl. 5 Stück gibt es insgesamt. Smaragd ist die teuerste, kostet 60.000 Euro. Bei den Spülungen und Brillen nicht, denn da muss ich ins Forschungsmenü gehen, um mir die teuren Sachen leisten zu können. Jetzt wird erstmal alles eingebaut, Preis direkt mal auf 2 Euro hochgesetzt und als Klorolle Nerz. Wer wollte es denn schon immer? Nerz? Ja, mit dem toten Tier den Hintern abwischen, muss auch mal sein. So. Vielleicht da nicht ein handelsüblicher Schäferhund für? Nee, es soll schon Nerz sein. Weißt du, ich muss den Gästen ja auch was bieten. Das ist so die Rudolf-Mooshammer-Toilette. Genau. Okay. Geschmackvoll eingerichtet, Preis 2 Euro. Bei allen. Schließen. Und jetzt kann ich hier noch einen Handtrockner und Seifenspender auf jeden Fall. Kondomautomat. Ja, ja, rein damit. Nee, erstmal noch nicht. Erstmal eine Lichtschranke. Hier. Damit, jetzt für... Für eine Sitzschüssel eine Lichtschranke? Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall eine Lichtschranke. Jetzt könnt ihr auch noch ins Hinterzimmer gehen und dort irgendwelche illegalen Dinge machen. Ich mach's aber nicht, hab sowieso nur noch 350 Euro und deswegen sage ich, fertig. Beende diese Runde und wir machen gleich an dieser Stelle weiter. Klo-Manager, unser Thema für den PC. Und so sieht das Büro eines ordentlichen Klo-Managers aus. Hier die goldene Klobürste, eben gewonnen. Das ist mein Klo. Es ist ein Vorzeigeklo, muss ich sagen. Guckt euch diese Toiletten an, ja? Brillen der Marke Presswonne, Spülungen vom Typ Springflut. So muss das aussehen. Lustige Namen auch. Aber wenn du die Spülung betätigst, muss man schon 3 Kilometer weit weg sein, oder? Das sind so immer eingesungen, genau. 8 Euro ist der Preis. Klar, das kennt ihr. Wenn ihr in edleren Kneipen auf die Toilette geht, da verlangt man schon mal 20 Mark. Wie viel Liter Fassungsvermögen? 400? Ich weiß es nicht. Es stand nicht drin. Die Detailinformationen sind ökologisch sehr sinnvoll, dieses Klo. Aber wir gehen in die Forschung. Und ich denke, wir forschen mal einfach für 80.000 Euro an neuen Spülungen. Forschung läuft. Neue Spülung? Diese Spülung sah doch ziemlich perfekt aus. Ja, aber es gibt noch bessere. Typ Sturzbach. Sturzbach. Die wird jetzt direkt eingebaut. Und dann, glaube ich, erhöhe ich den Preis auf direkt auf 9 Euro. 9 Euro für einmal auf dein Haus gehen? Genau. 9 Euro? Da. Die Mega-Spülung, frisch eingebaut und mal satte 9 Euro bei jedem von diesen Klos verlangt. Das Schöne ist, ich weiß gar nicht, es gibt eine Demo-Version, die ist 10,5 Megabyte groß. Ich glaube, wenn es die gleiche ist, die wir hatten, ist sie nur 10 Runden spielbar. Ob es da diesen Alles-Richten-Knopf schon gab, der ist jedenfalls sehr praktisch. Bei dem kann man das gesamte Klo, die gesamten Klos reparieren. Jetzt habe ich geforscht und jetzt mache ich mich mal daran, für richtig viel Kohle einen Vollkotzer zu engagieren. Die heißen wirklich so. Ziel wählen, natürlich die gegnerische Toilette. Udo Übel macht sich ans Werk. Ist spannend, ne? Spannend. Und hat Erfolg. Das ist schon mal klasse. Ein Glück hat dieses Spiel auch ein bisschen Niveau. Ja, jetzt das ist streue ich noch, warte, jetzt streue ich noch ein bisschen Gerüchte. Ordinäres Spiel, nein. Wähle ein Ziel. Da gibt es jede Menge Ungeziefer. Ich habe noch nie so viel Staub gesehen wie dort. Staub auf dem Klo ist noch nicht das Widerlichste, was einem passieren kann. Dort soll der Drogenhandel blühen. Die Klos dort sind meistens verstopft. Da kriegen mich keine 10 Pferde rein.
Und jetzt schicken wir noch das Gesundheitsamt ein. Mr. Methan hat Besuch. Mr. Methan ist mein Gegner. Hat nun mal standardmäßig den Namen. Wer hat sich dieses großartige Spiel einfallen lassen, frage ich mich. Dann wollen wir sehen, es wird spannend. Erste Klo so-so, zweite Klo so-so, dritte Klo so-so, oh-oh-oh-oh-oh, vierte Klo so-so. Das ist schlecht, also... Alle ihre Klos befinden sich in miserablen Zustand. Sie verlieren deshalb das Eigentum an dieser Parzelle und deren Inhalt. Ich glaube, es gibt nur einen Ort, an dem man eine solch fantastische Idee entwickeln kann. Nämlich das Klo. Da muss dieses Spiel in Gedanken entstanden sein. Ich nehme es mal an. Aber ich werde mich hier... Spülknopf ziehen bedeutet, die Runde beenden. Es ist rundenbasiert. So. Das sind meine Gewinne, 223.000 Euro. Boah. Wow. Und das alles mit ein paar Keramikschüsseln, nicht schlecht. Mr. Methan schickt das Gesundheitsamt zu ihrer Parzelle. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Der kann nichts passieren, der kann gar nichts passieren. Er hat keinen Vollkotzer vorbeigeschickt, das müsste eigentlich alles sauber sein. Aber so hochfrequentierte Klos, da kann schon mal nach ein, zwei Tagen... Erste Klo okay, okay. Zweite okay. Klo okay. Dritte Klo so-so. Oh, wer war da drauf in der vierte Klo, okay. 4.000! Immerhin, bin ich mal glimpflich davonbekommen. Gerüchte? Ja, jetzt schlägt der Kerl zurück. Gerüchte über meine Parzelle. Dort gibt's gefährliche Bakterien, damit kann ich noch leben. Wenn ich dort alles vollgekotzt? Naja, dort soll der Drogenhandel blühen. Das ist ja so diese selber Gerüchteschiene. Selber hat er auch. Ich werde lieber woanders hingehen. Wegen vorbildlicher Funktion erhält Mr. Methan die Medaille für Technik. Und das, Mechanik. Wo der Mann kein einziges... Mechanik? Mechanik. Mechanik. Kein einziges Klo mehr besitzt? Das kann doch nicht sein. Ist doch merkwürdig. Eine Keramikschüssel als Preis. Hey, als hurra, hurra, herzlichen Dank. Und gleichzeitig bin ich auch noch runden Schwein. Komisch. Zu diesem tollen Spiel findet ihr den Link zum Demo-Download. Super. Sowie meine Gedanken auf unserer Website.